Erster Petrusbrief, 4. Kapitel, 13 bis 16. Freut euch vielmehr in dem Maß, wie ihr teilhabt an den Leiden des Messias, damit ihr auch bei der Enthüllung seiner Herrlichkeit euch freut mit Jubel. Wenn man euch wegen des Namens des Messias flucht, selig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Gottes ruht auf euch. Doch keiner von euch soll leiden als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der Einblick nimmt in fremde Angelegenheiten. Wenn er aber als Christ leidet, braucht er sich nicht zu schämen, sondern er soll Gott durch diesen Namen verherrlichen. Es gibt berühmte Geschichte, wo der junge Kaplan zu Weihnachten im Pflegeheim ist und den Leuten dort sagt, seid nicht allzu traurig, auch wenn ihr jetzt allein seid, aber Jesus ist bei euch. Und die Leute im Pflegeheim denken sich, na, das hilft mir jetzt auch nicht sehr weiter. Eine wesentlich bessere Hilfe für die Bewältigung von Leid bietet der erste Petrusbrief mit dem gerade gehörten Text. Erstens einmal sagt er, Leute, wundert euch nicht, wenn ihr auf dem Weg mit Jesus seid, dann habt ihr auch dasselbe Los wie Jesus, nämlich das Kreuz und das Leid. Das Zweite ist, dass er sagt, wenn ihr Leid in eurem Leben habt, und das war damals die Christenverfolgung, dann zeigt das, dass ihr auf den rechten Weg seid zur Herrlichkeit Gottes. Da würden jetzt viele Atheisten sagen, na, das ist die klassische Vertröstung auf die Zukunft, die eh nie stattfindet. Aber der Autor des Petrusbriefes hat noch einen viel besseren Vorschlag. Er sagt, das ist, und darum habe ich heute eine Waage mitgebracht, ein bisschen wie eine Waage. Auf der einen Seite ist unser Leid, das kann sein Krankheit, sonst ein persönliches Leid, vielleicht finanzielle, wirtschaftliche Probleme, die Probleme, mit denen sich jetzt viele Leute herumschlagen wegen des Coronavirus. Auf der anderen Seite aber gibt Gott im Heiligen Geist Kraft und Stärke. Und so wiegt sich das wieder aus und die Waage ist wieder im Lot. Ich denke, das ist eine gute Idee für das Leid. Gott lässt uns nicht allein und indem er uns unterstützt, indem er uns im Heiligen Geist Kraft und Stärke gibt. Und das ist sehr biblisch. In den Evangelien heißt es, wenn ihr vor den Gerichten seid, aber der Heilige Geist wird euch die Worte einsagen. Und beim Apostel Paulus finden wir auch das Wort, dass wir nicht über unsere Kraft versucht werden. Ja, und ich denke, damit können wir eigentlich auch gut in die Woche gehen. Und vielleicht ist das auch eine gute Überlegung für uns. Wenn wir unser Leid spüren, dass wir sagen, gut, aber schaffe ich das überhaupt allein? Und dass ich es schaffe, ist das wirklich nur meine Kraft? Oder hängt sich da nicht Gott auch ziemlich hinein? Und so stellen wir uns dann die Waage vor. Auf der einen Seite unser Leid und auf der anderen Seite Gottes Hilfe. Und das ist vielleicht auch eine große Hilfe, dass wir wieder ins Lot kommen.